Herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Christian Filsbeck von Published Industry und die nächsten ca. 30 Minuten geht es um das Thema smarte Stromversorgung. Wie kann diese mit Connectivity, Predictive Maintenance für eine höhere Anlagenverfügbarkeit sorgen? Klingt erstmal spannend, was eine Stromversorgung damit zu tun hat. Mehr darüber wird uns Sebastian Liederer erzählen. Er ist Deputy Department Head Application Engineering and Solution Development bei Pulse. Hallo Sebastian, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Christian, vielen Dank. Ja. Sebastian, deine Bühne, leg gerne los. Super, vielen Dank Christian und erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, heute im Rahmen der Expo über ein immer wichtiger werdendes Thema zu sprechen. Aber bevor wir da jetzt in die Technik etwas tiefer und in zwei Stories einsteigen, würde ich ganz gerne einem anderen Thema noch ein bisschen Zeit widmen. Und zwar, ja, warum beschäftigen wir uns als Stromversorgungshersteller überhaupt mit der Thematik? Ja? Warum möchten wir unseren Digitalisierungsgrad erweitern und warum kommen wir jetzt tatsächlich auch mit Schnittstellen in den Markt? Weil was wir oft zu hören bekommen, nun ja, am Ende ist es eine Stromversorgung, ja. Und am Ende hat die eben ihre 24 Volt am Ausgang zu liefern und die Applikation sicher zu versorgen. Und das ist dann genau der Punkt, wo wir dann reingehen und die Frage stellen, nun ja, ist es wirklich nur eine Stromversorgung? Oder anders gefragt, welche Rolle spielt denn die Stromversorgung in dem System? Und dazu vielleicht ganz kurz in die Applikationen eingetaucht. Ja. Es spielt am Ende des Tages überhaupt gar keine Rolle, über welche Art von Applikation wir hier sprechen. Ja. Ob das jetzt der PC ist, der zu Hause steht, oder die Kaffeemaschine, ob das in einem Zug oder in der Industriewelt die Versorgung einer Steuerung in der Produktionslinie ist. Im Grunde hat die Stromversorgung eine zentrale Rolle, eine zentrale Aufgabe. Die Applikation oder jedenfalls Teile der Applikation zuverlässig mit Spannung und Strom zu versorgen. Ähnlich wie das Herz eines Körpers, der den gesamten Kreislauf mit Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt, ja, ist die Stromversorgung mehr oder weniger das pulsierende Herz der Anlage. Ja. Und wenn man jetzt die Stromversorgung als Herz der Anlage bezeichnet, dann kann man relativ schnell Grundanforderungen an dieses Produkt, an diese Stromversorgung definieren. Ja. Und die lauten natürlich, dass das Herz, also die Stromversorgung, so effizient, so langlebig und so zuverlässig wie nur möglich arbeiten soll oder um das Wortspiel hier auch auf der Audiospur zu bringen, pulsieren soll. Ja. Und wie gesagt, dabei spielt es keine Rolle, um welche Applikation es sich hier handelt. Sie soll effizient, langlebig und zuverlässig arbeiten. Deswegen würde ich diese drei Schlagworte als Grundwerte einer Stromversorgung bezeichnen. Und wir haben uns vor ungefähr 3, 3,5 Jahren damit begonnen, uns tiefgehend Gedanken zu machen, ja, wie können wir denn noch weitere Werte für unsere Kunden und Anwender schaffen? Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, auf diesen Grundwerten weiter aufbauen, diese Grundwerte weiter optimieren, was wir auch stetig tun mit neuen Technologien. Jetzt ist es aber so, dass wir gerade mit unseren neuen Produkten einen Technologiestand erreicht haben, der schon sehr, sehr hohe Werte, also wir liegen beim Wirkungsgrad bei der Effizienz bei 96%, was die Lebensdauer anbelangt, bei teilweise 15 bis 20 Jahren unter Volllastbedingungen bei einer Belastung von 24/7, wo man sich dann die Frage stellen muss, ist das noch wirtschaftlich, diese Grundwerte noch weiter auf die Spitze zu treiben, weil sie ja schon so hoch sind und das dann wirklich nur noch über massiven Materialeinsatz möglich wäre. Ja. Das heißt, wir sind dann wieder bei der Grundsatzfrage, wie schaffen wir weitere Werte? Ja. Und dann sind wir da tiefer reingegangen und haben gesagt, naja, was ist denn ein Wert und wodurch entsteht ein Wert? Und kamen dann relativ schnell zu dem Punkt, dass wir vor einer Herausforderung stehen, weil Werte oftmals sehr individuell sind. Ja. Was für mich einen Wert darstellt, stellt jetzt zum Beispiel für den Christian vielleicht keinen Wert dar. Ja, und ähnlich sieht das ja bei unseren Kunden und Anwendern aus. Das heißt, wir standen damals vor einer Herausforderung und dieses Bild spricht eigentlich Bände. Es ist zugegebenerweise sehr vereinfacht, aber es stellt das Grundsatzproblem dar. Ja. Wie bringen wir Werte für unsere Kunden in das Produkt? Ja.
Was wir gemacht haben, wir haben uns mit mehreren Teams bestehend aus Produktmanagement, Entwicklung, Applikationsengineering zusammengesetzt, viele Brainstorming-Runden gemacht und da kam auch schon einiges Sinnvolles bei rum. Aber was viel wichtiger ist, wir kamen im Rahmen dieser Recherche auf einen schönen Satz, ja, der uns da auch weitergeholfen hat. Und der lautete: Wir schaffen Werte für Menschen, wenn wir Menschen durch unsere Handlung wertschätzen. Und hinter dem Satz steckt viel Wahres. Ja. Wenn ich mir überlege, wann fühle ich mich wertgeschätzt, dann ist das der Fall, wenn jemand sehr stark auf meine individuellen Bedürfnisse eingeht. Ja. Und da haben wir wieder das Wort individuell. Also das ist im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt. Wirklich auf die individuellen Herausforderungen, Anforderungen, Problemstellungen unserer Kunden einzugehen und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu entwickeln. Ja, das ist so der Kerngedanke. Und aus diesem Gedanken hat sich eine Philosophie ja gerade so in den letzten 2 Jahren entwickelt, die wir die WeCare-Philosophie nennen. Ja, da steckt sehr viel dahinter. Ich habe das jetzt mal versucht, in einem relativ einfachen Satz mit 3 Schlagwörtern zusammenzufassen. Ja. Im Endeffekt geht es darum, dass wir unseren Kunden zuhören, und zwar aktiv und sehr genau und gut zuhören, um deren individuellen Anforderungen zu verstehen und gemeinsam mit ihnen eine Lösung zu finden, also ihnen zu helfen. Das sind die 3 Kernelemente, zuhören, verstehen und helfen. Und im Rahmen dieser Philosophie oder durch diese Philosophie wurden auch schon mehrere Initiativen getroffen und ich habe heute 3 mitgebracht. Also das sind 3, die jetzt gerade in Bezug zum Thema stehen. Das heißt, die erste Initiative war wirklich die Verstärkung unseres Applikations-Engineers-Teams. Ja, dass wir reingegangen sind und haben gesagt, naja, wenn wir dem Kunden besser zuhören wollen, wenn wir den Kunden noch besser verstehen wollen, dann brauchen wir auch Leute zum Zuhören. Und zwar auf technischer Ebene, um wirklich das technische Problem zu verstehen und nicht gleich auf der kommerziellen Ebene zu landen. Ja, wirklich zu verstehen, was ist das Problem und wo können wir helfen? Wo können wir unterstützen? Bastian, magst du deine Präsentation noch an, wenn ich kurz einklinke? Ist die noch aus? Die ist noch aus, ja. Ui, das ist jetzt nicht gut. Aber du hast ja schon gut erklärt alles, also das war jetzt nicht. Das freut mich. Genau, ich hoffe, jetzt ist sie sichtbar. Genau. Ja, alles gut. Also steigen wir ein nochmal mit der WeCare-Philosophie. Wir haben daraus verschiedene Initiativen bereits abgeleitet und da habe ich auch welche mitgebracht. Ja. Applikationsteam hatte ich gerade schon erklärt, das haben wir massiv verstärkt in den letzten 2 Jahren. Der zweite Punkt ist, dass wir in sogenannten Innovationszellen verstärkt entwickeln. Ja? Um ein Beispiel zu nennen, das bedeutet, wenn wir uns mit einer völlig neuen Technologie auseinandersetzen, weil wir zum Beispiel keine Lösung für das Problem mit unserem bestehenden Produktportfolio finden, dann gehen wir häufiger in sogenannte Innovationszellen und wenden auch völlig neue Prozesse an, wie Design Thinking. Ja, wirklich zu sagen, wir müssen hier agil sein, wir tun ja mit einem Kernteam wirklich was vorantreiben, vielleicht hier und dort auch mal an den schweren, teilweise starren Unternehmensprozessen vorbei, um schnell einen Prototyp zu haben, über den man sprechen kann mit dem Kunden, über den man auch Feedback einsammeln kann und auf dessen Grundlage man gemeinsam weiterentwickeln kann. Und der dritte wichtige Punkt, der dadurch auch ein bisschen entstanden ist, ist die Digitalisierung auf der Produktebene. Ja? Wirklich den Digitalisierungsgrad in den Produkten zu erhöhen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann etwas tiefer einsteigen möchte in das Thema. Es hat sich im Rahmen dieser WeCare-Aktion eine Studie abgeleitet, die unter dem Programm Connect Ready lief. Ja, und es ging darum, ein bereits bestehendes High-Runner-Produkt, das war das CP20241, was sehr, sehr gute Kernwerte hat, was diese Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bedeutet, dieses Gerät dahingehend weiterzuentwickeln, den Digitalisierungsgrad deutlich zu erhöhen. Und ich habe das jetzt einfach mal sichtbar machen wollen, was bedeutet das eigentlich, den Digitalisierungsgrad zu erhöhen. Wenn wir uns dieses Grundgerät mal anschauen, dann kann man den Digitalisierungsgrad messen in Lines of Code, also wie viel Programmierzeilen, also in Anführungszeichen, wie viel Intelligenz steckt in diesem Produkt im Moment drin. Und da reden wir von dem Standardprodukt, was schon relativ lange im Markt ist. Und da reden wir von etwa 3000
Lines of Code für verschiedenste Funktionen. Ja, das können Schutzfunktionen sein, verschiedene Überwachungsfunktionen, um die Startprozedur zu kontrollieren. Jetzt haben wir im Rahmen dieser Connect Ready-Studie massiv den Digitalisierungsgrad erhöht, sodass wir bei diesem Prototypen, der digitalisiert wurde, mittlerweile bei Faktor 5 liegen, also bei 15.000 Lines of Code. Jetzt ist natürlich die Frage, was steckt dahinter? Ja, warum machen wir das überhaupt? Naja, wir haben gesagt, Werte sind relativ individuell. Das heißt, wir sehen eine Riesenchance darin, unsere Produkte deutlich flexibler und anpassungsfähiger zu gestalten. Und hier hilft uns die Digitalisierung natürlich enorm. Viele Funktionen, die vorher hardwired realisiert wurden, das heißt, wo man wirklich Bauteile ändern musste, um das Verhalten der Stromversorgung zu ändern, können jetzt digital stattfinden und über eine Konfiguration beispielsweise, die wir entweder bevor das Produkt die Fertigung verlässt oder sogar noch beim Kunden vor Ort über eine Schnittstelle durchgeführt werden können. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Indem ich verschiedenste Werte in der Stromversorgung selbst messe, ja, verschiedene Vitalfunktionen der Stromversorgung überprüfe und auch kommunizieren kann nach außen zum Anwender der Anlage, trägt das natürlich auch oder kann das dazu beitragen, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Ich würde jetzt gerne noch eine tiefe Ebene gehen. Was heißt das denn konkret? Ja, über welche Funktionalitäten sprechen wir dann im Kontext Flexibilität und Anlagenverfügbarkeit? Ja? Also die Grundidee war erstmal, die Netzteilarchitektur zu digitalisieren und dann im zweiten Gang eine Schnittstelle, wo auch der Nutzer, der Anwender Zugriff drauf hat, diese Daten, diese Funktionen zugreifbar zu machen. Ja? Weil die Schnittstelle selbst ist am Ende des Tages eigentlich nur wie eine Sprache, vergleichbar mit einer Sprache. Ja? Viel wichtiger ist erstmal darüber zu reden, was wird über die Sprache kommuniziert. Ja? Eine noch so schöne Sprache ist nicht wirklich sinnvoll, wenn ein Nonsens darüber kommuniziert wird. Ja? Also es liegt erstmal eine Ebene tiefer, die Grundfrage, welche Daten, welche Funktionen wollen wir bereitstellen und kommunizieren. Und wenn wir da nochmal in das Thema Flexibilität und Anpassung gehen, dann sind das zum Beispiel Funktionen, Remote-Funktionen wie eine Spannungseinstellung, ja, dass ich zwischen beispielsweise 24 und 28 Volt remote einstellen kann, dass ich den Ausgang an- und abschalten kann remote, also dass die Stromversorgung sozusagen in den Standby-Modus versetzen kann und dass ich Parameter in dem sogenannten Datenlocker, da komme ich gleich noch etwas näher drauf, löschen kann, ja. Weiteres Thema ist Konfiguration, hatte ich eben schon angesprochen. Es bietet oder kann einen unheimlichen Mehrwert bieten, wenn man sogenannte Eventschwellen setzen kann. Ja, Beispiel, die Überstrombegrenzung oder ein Überstromwarnwert. Wenn der Anwender weiß, wie die Stromversorgung belastet wird, nehmen wir an, eine 20 Ampere Stromversorgung wird im Normalfall mit 15 Ampere belastet, dann kann ich mir eine Stromwarnlimit von 16 Ampere setzen und werde sofort darüber informiert, wenn dieser Strom überschritten wird und kann dann eventuell noch präventiv eingreifen, dadurch, dass ich diese Anomalie erkannt habe und Abhilfe schaffen. Dann aber auch Themen wie das Ausgangsverhalten. Da spreche ich gerade auch für das Kurzschlussverhalten an. Dort gibt es ja verschiedene Modi, die für die ein oder andere Applikation sich vorteilhaft oder weniger vorteilhaft erweisen, um auch hier eine Wahlmöglichkeit, eine Anpassungsfähigkeit an die Applikation zu realisieren. Und ein dritter Punkt ist die Parallel-Use-Funktion, die dazu dient, eine gleichmäßige Stromaufteilung zu realisieren, wenn zwei Stromversorgungen parallel geschaltet werden. Jetzt gehen wir mal rüber zur Anlagenverfügbarkeit. Ja. Wo kann hier die Stromversorgung dazu beitragen und über welche Features sprechen wir da? Das ist das sogenannte Vital-Monitoring, ja, dass wir wirklich an Live-Daten herankommen. Welche Versorgungsspannung sieht das Netzteil gerade? Welcher Strom fließt am Ausgang? Welche Stressfaktoren wie interne Temperaturen sieht das Gerät gerade? Also diese ganzen Themen. Und hier haben wir auch einen vollwertigen AC-Monitor eingebaut. Das heißt, man kann nicht nur die Effektivwerte der Eingangsspannung ablesen, man bekommt auch Kenntnis darüber, ob es zu transienten Netzeinbrüchen oder sogar Überspannungen im Netz kommt und bekommt da wirklich eine Indikation, ja, bekommt erstmal mit, dass mit meiner Netzqualität was nicht stimmt. Und das ist nicht nur
gut für die Stromversorgung selbst, sondern für jede andere Komponente, die gewöhnlicherweise an dem gleichen Netz hängt. Ja, zu wissen, ich habe ein Problem mit meiner Netzqualität. Das Gleiche haben wir am Ausgang, das DC-Monitoring. Zu sagen, okay, was macht mein Strom, meine Spannung? Was war die maximale Spannung, die das Netzteil gesehen hat? Punkto Rückspeisung. Was war der maximale Strom, den die Stromversorgung jemals abgegeben hat? Ja, das alles analysieren zu können und diese Informationen zu bekommen. Aber auch Stressfaktoren wie interne Temperaturen oder ein Betriebsstundenzähler. Und diese ganzen Daten werden tatsächlich auch gelockt. Also die Minimal- und Maximaltemperaturen und Spannungen und Ströme werden alle dauerhaft gespeichert, sodass man im Falle eines Fehlerfalls diesen Speicher auch noch auslesen kann, also wie eine Art Blackbox im Flugzeug, wirklich dann relativ schnell identifizieren kann, was war eigentlich das Problem an der Stelle. Und last but not least haben wir diese Warn-Events. Ich hatte schon mal im Zusammenhang mit diesen Schwellen hier erklärt, dass, wenn ich Events habe, ich natürlich auch selbst entscheiden möchte, wann soll das Event denn kommen. Stichwort Überstrom oder Stichwort DC-OK. Ja, heute sind diese DC-OK-Schwellen starr hardwired realisiert. Ja. Zukünftig geht der Trend dahin zu sagen, naja, ich mache die DC-Schwelle abhängig von der eingestellten Ausgangsspannung. Wenn ich auf 28 Volt hochstelle, möchte ich nicht erst eine DC-OK-Warnung bei 20 Volt, sondern vielleicht schon bei 26 Volt. Ja. Also genau diese Vorteile. Jetzt möchte ich zwei Storys erzählen. Und zwar haben uns auch Kunden natürlich bei dieser Reise begleitet. Und wir haben tatsächlich auch einige dieser Funktionen, die hier sichtbar sind, für den Kunden oder gemeinsam mit dem Kunden entwickelt und in die Geräte implementiert. Und wir werden dann in den Applikationen genau über diese hier hervorgehobenen Punkte sprechen, also die Eventschwellen setzen, den AC- und DC-Monitor, sowohl die Warn-Events für Ausgangsstrom und Transienten. Und ich möchte jetzt gerne zwei Herren vorstellen. Das ist auf der einen Seite der Mino. Der Mino kommt aus der asiatischen Automobilindustrie und der Felix, der aus der europäischen Intralogistik kommt. Ja, und beide haben von ihrem Chef einen Auftrag bekommen. Ja, bei dem Mino lautete der Auftrag: Identifizieren Sie Potenziale, um die Stillstandzeiten der Produktionsanlagen zu reduzieren und die Anlagenstruktur flexibler zu gestalten. Der Felix hat auch einen Auftrag bekommen. Der klingt erstmal recht ähnlich. Ja. Identifizieren Sie Potenziale, um die Anlagenverfügbarkeit unserer Förderbänder zu erhöhen und das System modularer und flexibler zu gestalten. Im ersten Schritt waren die beiden, um ehrlich zu sein, gar nicht so happy und haben sich erstmal gefragt, okay, wie machen wir das jetzt? Ja, unsere Systeme, die sind ja schon recht zuverlässig. Die Anlagenverfügbarkeit ist doch schon recht hoch. Wo finde ich jetzt noch Punkte, wo ich die Anlagenverfügbarkeit erhöhen kann? Ja. Naja, dann haben sich beide zurückgezogen und haben sich wirklich dann mit ihrem Team auch Gedanken gemacht, wo können sie ansetzen, und kamen dann auch auf die Idee, naja, die Stromversorgung als Herzstück ist auf jeden Fall auch ein Ansatzpunkt in meinem System. Also gehen wir mal auf die Firma Puls zu. Und zwar sind die beiden folgendermaßen auf uns zugekommen. Der Mino kam mit der Frage: Ich benötige eine Stromversorgung mit einem Display. Habt ihr sowas? Der Felix kam mit der Anfrage: Ich benötige eine IP67 Stromversorgung mit Kommunikationsschnittstelle, um wichtige Daten meiner Anlage zu sammeln. Habt ihr sowas? Gut, wir haben uns dann natürlich der Frage angenommen und haben dann aber recht schnell mit dem Kunden besprochen, naja, lasst uns doch mal gemeinsam einen Blick in die Applikation werfen. Ja, wo können wir euch denn unterstützen? Für was, Mino, benötigst du ein Display? Was erhoffst du dir daraus? Welche Daten möchtest du denn auf diesem Display sehen, bekommen und aus welchen Gründen? Und wir sind dann reingegangen und haben verschiedene Punkte identifiziert. Ja. Zum einen kam es in der Vergangenheit ja hin und wieder mal zu Ausfällen aufgrund von Netztransienten oder Netzeinbrüchen, also Stichwort Netzqualität. Ein zweiter Punkt war, wenn mal eine Anlage stillstand, wollten sie relativ schnell eine Fehleridentifikation realisieren. Ja? Was war denn eigentlich hier die Wurzel des Problems und wie können wir schnell Abhilfe schaffen? Und last but not least war die Anforderung da, wenn die Anlage erweitert wird, eine Information zu bekommen, was war denn der maximale Strom, die Stromversorgung abgegeben hat, und konnte ich da noch einen weiteren Verbraucher draufsetzen? Oder muss ich in eine zweite Stromversorgung investieren, weil es einfach nicht mehr reicht?
Das Gleiche haben wir dann bei Felix gemacht. Auch hier sind wir in die Applikation reingegangen und haben geschaut, okay, wo können wir hier unterstützen? Und hier haben wir identifiziert, dass es hier wichtig war, eine Anomalie zu erkennen, ja, wie der Verschleiß der Motoren für das Förderband oder ein Fehler in der Steuereinheit, der die Motoren im Prinzip steuert. Ja. Auch hier war eine schnelle Fehleridentifikation gewünscht, dass bei Stillstand der Anlage relativ schnell herausgefunden werden kann, wo liegt der Fehler. Und der Wunsch nach anlagenspezifischen Warnschwellen waren da. Ja, applikationsspezifisch Warnschwellen einzustellen und wenn ein Wert überschritten wird, proaktiv über die Kommunikationsschnittstelle darauf hinzuweisen. So, jetzt gehen wir doch mal rein und schauen, was war am Ende des Tages wirklich die Lösung, die wir da gemeinsam erarbeitet haben. Und gehen wir da erstmal bei dem Mino in die Automobilindustrie. Am Ende des Tages ist es tatsächlich ein Gerät mit Display geworden, wobei die Grundsatzfrage wirklich war, welche Daten werden über das Display übertragen. Und hier sind wir reingegangen und haben genau diese Daten, die wir vor zwei, drei Slides gesehen haben, zugreifbar über das Display gemacht, über einen einfachen Push-Button. Und ich habe hier mal ein Video eingebunden. Dieses Video zeigt das nur beispielhaft für das AC-Monitoring. Und zwar, was wir jetzt hier gleich sehen, ich starte das Video mal und werde es dann gleich mal zwischendrin stoppen und ein bisschen was dazu sagen. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Oszilloskop und das Gerät mit dem implementierten Display. Wir sehen hier die Netzspannung und wir werden jetzt hier gleich Netzspannungseinbrüche feststellen und sehen, wie das Display einen Zähler hochzählt. Und zwar ist das der Zähler für die Netzeinbruchserkennung. Ja, ich starte das Video jetzt mal. Und wir sehen jetzt hier, dass eine Halbwelle eingebrochen ist und sofort der Zähler darauf reagiert und sagt, okay, wir haben hier Netzeinbrüche auf der Netzspannung. Ja, das ist eindeutig ein Problem, was die Netzqualität anbelangt. In diesem Moment stellt das Netzteil nur noch auf einem großen Pufferkondensator die Leistung, weil es vom Netz in diesem Moment nicht kommen kann. Ja, das Ganze wird jetzt nochmal gemacht, da haben wir wirklich einen totalen Ausfall auf Null runtergebrochen. Sieht man jetzt genau. Und auch hier zählt der Zähler sofort auf 2 hoch. Das Gleiche kann man dann natürlich auch für die transienten Überspannungen machen. Das folgt jetzt gleich in diesem Video. Genau, jetzt gehen wir auf die maximalen. Jetzt sehen wir hier so ein kleiner Peak drin. Der wird auch sofort erkannt als transiente Überspannung. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für das erste Grundproblem, was der Mino hier hatte, wirklich Indikatoren für die Netzqualität zu erhalten. Und das Gleiche kann er wirklich auch für den Ausgangsstrom machen, für die internen Temperaturen und er kann auch in den Datenlogger reingehen und gucken, was war wirklich los, wenn es zum Stillstand der Anlage kommt, um möglichst schnell zu verstehen, wo ist die Wurzel des Problems. Jetzt gehen wir mal rüber in die Intralogistik zu dem Felix und hier wird es etwas komplizierter. Ja. Also hier haben wir ein Förderband mit IP67 Stromversorgung. Das sind unsere neuen FIPOS-Geräte mit IP67 Schutz, die direkt an die Anlage montiert werden, direkt ans Förderband montiert werden, was natürlich die Flexibilität und diesen modularen Ansatz, der gewünscht war, hier voll trifft. Und das Zweite ist, dass wir hier ein IO-Link-System aufgebaut haben. Ja? Jeder dieser Netzteile ist mit einem IO-Link ausgestattet, welcher über den Master und die SPS mit einem Condition Monitoring System verbunden ist. Und jeder Motor wird über die Stromversorgung versorgt. Jetzt gehen wir mal in dieses Condition Monitoring System rein. Ja. Wir sehen, alles ist super, alle Motoren laufen, ist auch hier im Condition Monitoring System angezeichnet. Alle 4 Stromversorgungen sind zufrieden. Und was wir hier sehen, dass jede Stromversorgung etwa um die 10 Ampere an Ausgangsstrom liefert. Das ist der Normalzustand, der maximale Strom, der fließt, wenn das System okay ist. Was daraufhin der Kunde machen konnte, er konnte Stromwarnschwellen einprogrammieren, applikationsspezifische Stromwarnschwellen, die dazu dienen, wenn der Strom in nur einer Stromversorgung über die 11 Ampere ansteigt oder auf 11 Ampere ansteigt, dass der Felix sofort eine Warnung bekommt und noch präventiv Maßnahmen einleiten kann. Und das sehen wir jetzt hier. Jetzt passiert Folgendes. Ja, dieser Motor zeigt eine Anomalie. Eventuell durch Verschleiß steigt der Strom an. Und das wird sofort im Condition Monitoring System gemeldet, dass der Strom angestiegen ist. Es wird auch gemeldet, welche Stromversorgung hier den Fehler meldet. Und jetzt kann sofort hier präventiv gewartet werden.
Also das sind zwei Beispiele. Wir haben viele davon. Ich habe mich jetzt für diese beiden entschieden, wo Kunden wirklich mit uns gemeinsam Lösungen entwickelt haben und die wir dann auch in unseren Produkten so umgesetzt haben. Und wir sehen hier tatsächlich den Schlüssel für Werte, Flexibilität und Verfügbarkeit. Und zwar für beide Welten, sowohl für die FIPOS-Welt, also für die Field Power Supplies, als aber auch für die IP20-Welt, die gewöhnlicherweise im Schaltschrank sitzt, wirklich mit sowohl sehr einfachen Lösungen wie ein Display, als aber auch mit Kommunikationsschnittstellen wie IO-Link zu arbeiten und dem Kunden dort Vorteile zu bieten.